Ich durfte noch weiter gucken, aber ich habe aufgehört, als das Tor passiert ist. Also eigentlich habe ich nicht so gute Tipps. Ich wünschte, Deutschland würde gewinnen. Das Bambini-Orakel. Deutschland gegen Portugal. Du hast gegen Frankreich also nicht bis zum Ende geschaut. Wieso denn das? Weil ich dachte mir schon, dass Frankreich stark ist und dass Deutschland nicht mehr so leicht aufholt. Und weil ich müde war. Hast du denn alles gesehen? Ja, ich habe das ganze Spiel geguckt. Und wer hat da Mist gebaut? Mats Hummels. Mats Hummels? Ja. Der mit dem Eigentor, ne? Ja. Weil man hat schon gesehen an seinen Augen, dass er böse geworden ist, nur weil der Eigentor gemacht hat. Magst du den Mats denn trotzdem noch? Ja. Der ist dein Lieblingsspieler, oder? Nur dass er halt bei Dortmund spielt und ich bin Dortmund-Fan. Er wollte eigentlich den Ball halten, aber das ist ein Tor eingerutscht mit innen. Mhm. Und jetzt geht's ja gegen Portugal. Kennst du denn Portugal? Da gibt's auch viele Klippen. Der Sand ist ganz heiß, das Meer ist aber dann ganz cool. Da gibt's viele Surfschulen. Die wurden ja schon 2016 Europameister, also Portugal sehe ich als Favoriten. Da gibt's auch viele Strände. Da warst du schon mal, ne? Ja, da war ich schon mal. Und, war es da schön? Ja. Und können die auch gut Fußball spielen? Ja, ich glaube schon. Kennst du denn einen Spieler dort? Nein. Cristiano Ronaldo? Oh ja, den. Der macht immer voll coole Jubels. Und macht auch immer voll coole Freistoßtore manchmal. Deutschland fehlt so ein Stürmer, oder? Ich finde besser, dass die Ruben Hennings mitgenommen hätten, dann hätte der würde er bestimmt gegen Portugal 3 Tore schießen. Ruben Hennings für Deutschland also? Ja. Und wie geht's jetzt aus gegen Portugal? Ich finde, dass Deutschland gewinnt. Ja, und das genaue Ergebnis? Also meinst du, wie es ausgeht? Ja. Ich glaube 4-0 oder 3-0. Für Deutschland? Ja. Düsseldorf gewinnt. Düsseldorf gewinnt? Deutschland wird gewinnen. Aber ich hoffe, dass Deutschland bei diesem Spiel kein Eigentor macht. Ja, dann könnten wir uns freuen, oder? Also ich hätte mich schon freuen, aber keine Partyfeier. Naja, vielleicht so eine kleine Party zumindest.